Wir sind dann deportiert worden, 18.000 Leute nach Auschwitz, wo ich nicht wusste, ich will nur sagen, und ich sage immer, fragt mich nicht über Auschwitz. Ich weiß ganz wenig. Ich weiß das Ankommen. Ich wusste nicht, dass ich in Auschwitz bin. Ja? Und in einer halben Stunde hat man mich aufgeklärt, wenn man dort war. Nicht? Und dann kenne ich nur der Mengele rechts und links, ja, und wusste nicht, ob das links der Tod ist und rechts die Arbeit, hatte ich keine Ahnung. Wurde also zur Arbeit. Und dann mussten wir alles stehen, ausziehen, alles liegen lassen, dann duschen und dann wurden wir kahl geschoren und dann mussten wir, was eine so demütige, grauenhafte Sache für mich bis heute, nackt durch den Kordon der SS-Leute gehen, kahl geschoren und so und dann zu einer Kleiderkammer. Da bekamen wir irgendwelche Sachen, egal ob sie gepasst haben oder nicht. Und dann erinnere ich mich an das stundenlange Stehen, wo ich das einzige Gefühl hatte, ich möchte tot umfallen und zu allem spielte die Musik. In Auschwitz spielt zu allem die Musik. Und mehr weiß ich nicht, weiß nicht, ob ich einen Tag oder zwei, ich war sehr kurz. Und als mich das zum einmal gefragt wurde, habe ich mir das so erklärt, wenn man ganz große physische Schmerzen hat, ist es doch ein Glück, wenn man ohnmächtig wird. Und ich glaube, dass eine Seele, die es nicht ertragen kann, auch ohnmächtig werden kann. Sie ist nie wieder zurückgekommen, ich weiß nichts aus. Alles, was ich von Auschwitz weiß. Und dann bin ich weiter deportiert worden, aber zu einem Arbeitslager. Und naja, also das ist noch eine lange Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Wie, da läuft Musik? Wie darf ich mir das vorstellen? Da Eine lief dann. Kapelle, zu allem wurde gespielt. Gibt ein berühmtes Buch von den Frauen, die in der Musikkapelle gespielt haben. Ein ausgezeichnetes Buch von der Else Lasker-Wallfisch, Ihr sollt die Wahrheit wissen, die war in dem Orchester. Ja, also, Demütigend, ja. wie? Demütigend noch zusätzlich, ja, also da noch Musik zu spielen, ja. Wobei, weil ich es wunderbar fand, was die schreibt, sie haben dort eine fantastische Dirigentin gehabt, die Tochter eines berühmten Dirigenten aus Wien, und die hat gesagt, wir müssen so spielen wie im Konzertsaal. Wir sind zwar in der Hölle, aber dem Werk sind wir das schuldig und das werden wir auch tun, unabhängig, dass wir in einer Hölle sind.